Kingdom Hearts ist weird, oder? They can take your world. They can take your heart. Cut you loose from all you know. But if it's your fate, then every step forward will always be a step closer to home. Noch bevor Kingdom Hearts 3 rausgekommen ist, habe ich immer und immer wieder gesagt, dass es nur zwei Optionen für mich gibt. Entweder das Spiel versetzt mich meine Jugend zurück und ich liebe einfach alles an diesem Spiel, oder es ist viel zu lange her und ich kann mich gar nicht mehr damit identifizieren. Die leichteste Antwort auf die Frage, für wen ist Kingdom Hearts 3, ist wohl für die Hardcore-Fans. Duh. Wer alle Games gespielt hat und total in dieser super komplexen Lore drinne ist, der sollte auch nicht das große Finale verpassen. Aber warum kam es dann noch für die Xbox One raus? Eine Konsole, auf der Kingdom Hearts noch nie erschienen ist. Bisher war es immer die PlayStation oder die Nintendo Handheld-Konsolen. Ganz klar, um neue Kundschaft anzulocken. Aber können Neueinsteiger was damit anfangen? Und ich selbst halte mich für jemanden, der die ersten Spiele geliebt hat und sich darauf freut, dass es wieder in die Hauptstory mit Sora, Riku und Kairi geht. Warum sollte ich nicht erfahren, wie die Geschichte zu Ende geht? Alice Wolf hat dazu ein Video gemacht, wie es ist, Kingdom Hearts 3 zu sein. Wenn von allen Seiten die Kritiker kommen, die dann meinen, über eine Geschichte urteilen zu müssen, die sich über 11 Teile mehr und mehr ausgebaut hat, ohne eben diese Teile gespielt zu haben. Schaut euch gerne ihr Video an, es ist auf jeden Fall ein interessanter Aspekt. Aber dennoch kann ich viele Punkte an der negativen Kritik von Kingdom Hearts 3 verstehen und stimme sogar zu. Die Story ist an vielen Punkten etwas seltsam und unnötig kompliziert. Die Level von Kingdom Hearts 3 fühlen sich bis zum Schluss an wie eine Beschäftigungstherapie und erst im letzten Drittel passiert dann der interessante Part. Und das Gameplay sieht fantastisch aus, aber die älteren Titel waren eine größere Herausforderung. Die positiven Kritiken sollte man aber auch nicht außer Acht lassen. Es fühlt sich alles an wie ein Herzensprojekt von Tetsuya Nomura und man merkt die Liebe zum Detail. Es ist das technisch beste Kingdom Hearts Spiel und sieht einfach nur fantastisch aus. Die Welten sind lebendig und wer actionreiche Videospiele von Disney und Final Fantasy Charakteren haben möchte, der wird das sonst nirgends kriegen. Wie auch, es ist das seltsamste Crossover aller Zeiten. Es ist spannend zu sehen, wie weit die Meinungen bei Kingdom Hearts auseinandergehen. Wir haben die Hardcore-Fans, die ihr Baby verteidigen wollen, die Fans, die einfach nur wollen, dass es vorbei ist, und die Leute, die Kingdom Hearts nicht verstehen. Und das ist ehrlich gesagt kein Wunder. Kingdom Hearts ist eine Wissenschaft für sich. Und wer alles in Kingdom Hearts 3 hundertprozentig verstehen will, muss im besten Fall alle Spiele gespielt und die dazugehörigen Guides gelesen haben. Denn Nomura referenziert alles. Ich habe öfter den Kommentar gelesen, schau dir doch einfach eine Zusammenfassung an und zocke dann Kingdom Hearts 3. Du wirst schon alles verstehen. Das sollte nicht der Sinn und Zweck sein, bei keinem Spiel. Zumal selbst wenn ich eine Zusammenfassung schaue, bedeutet das noch lange nicht, dass ich eine emotionale Bindung zu den Charakteren habe. Diese kann ich zwar über Kingdom Hearts 3 aufbauen, aber ich merke ja dennoch, dass mir irgendwas fehlt. Schließlich wurde ein ganzer Weg der Reise bereits gegangen. Also nein, ich bin nicht der Meinung, dass es reicht, eine Zusammenfassung zu sehen und dann in das Finale einzusteigen. Wenn ihr noch nie einen Teil davon gespielt habt und mehr wollt als nur schöne Disney-Level, dann solltet ihr definitiv nicht mit Kingdom Hearts 3 anfangen. Kingdom Hearts-Fans mussten aber auch eine ganze Menge durchmachen, um an diesen Punkt zu kommen. Praktisch eine Spielereihe und eine Story zu haben, die so exklusiv der Community gehört, dass Außenstehende verwirrt dastehen. Das habe ich auch meinen Freund Kostas gefragt, weil er im Gegensatz zu mir einen deutlich längeren Atem hatte. Also wie er das jetzt über die Jahre mitbekommen hat und ob die Geschichte wirklich so exklusiv für die Fans ist. Mein erstes Kingdom Hearts Game war natürlich Kingdom Hearts 1 und ich habe das damals 2002 für die PS2 gekauft. Noch mit Holocover, also es muss relativ dicht am Release gewesen sein. Ja, seit diesem Moment bin ich so krass verliebt in dieses Game gewesen. Also ich habe es echt so heftig gefühlt. Ja, und als dann Kingdom Hearts 2 rauskam 2005, wurde es eigentlich noch krasser, weil mir das Spiel noch besser gefallen hat. Und sogar bevor das Spiel wirklich rauskam, kannte ich eigentlich schon fast alles, weil ich irgendwie eine Seite im Internet gefunden hatte, wo man sich alle Cutscenes schon auf Englisch ansehen konnte und so. Ja, es war intens zu der Zeit. Chain of Memories habe ich nicht gespielt, weil ich irgendwie auch nicht so richtig mitbekommen habe, dass es da noch ein Spiel gab. Und als ich es rausbekommen habe, habe ich dann ja mir irgendwie so einen Simulator für den PC geholt, aber damals habe ich mir die Konsole dafür nicht gekauft. Aber dann, wie wir alle wissen, zwischen Kingdom Hearts 2 und Kingdom Hearts 3 lag eine lange Zeit. Und dann ging es richtig los. Also ich war ja zu der Zeit so, weiß nicht, 13, 14 oder sowas. Und dann habe ich mir den Nintendo DS gekauft
um das Spiel mit Roxas, dieses 358 Tage / 2, ne, zu spielen. Das habe ich auch noch durchgespielt. Dann kam Birth by Sleep und ich fand die Werbung und die Trailer dazu so cool, dass ich dann meine Nintendo DS verkauft habe, um mir die PSP leisten zu können und das Spiel. Auch wenn ich damit natürlich beschlossen habe, dass ich 358 Tage nie wieder spielen kann. Aber ich war verzweifelt und diese von Square Enix mussten ja jedes Spiel auf einer scheiß anderen Konsole rausbringen. Tja, wäre ich etwas geduldiger und klüger gewesen, hätte ich vielleicht ein bisschen gewartet und hätte mir einfach irgendwann so einen Final Mix kaufen können, wo alle Spiele zusammen drauf sind. Aber selbst wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich es glaube ich nicht gemacht, weil ich ich hätte nicht 2 Jahre warten können, so. Das war für mich nicht drin. Achso, und dann habe ich mir irgendwann sogar nochmal eine Nintendo 3DS gekauft, um Dream Drop Distance zu spielen. Ich hatte, glaube ich, alle Konsolen, für die es Kingdom Hearts Spiele gab. Und jetzt eben die PS4 für Kingdom Hearts 3. Eigentlich ist das richtig dumm, weil ich bin so ein richtig dummer Fan. Ich bin nämlich immer mega gehypt und will die Spiele unbedingt spielen. Und sobald sie rauskommen, gucke ich mir ganz viel Material dazu an. Und dann spiele ich es aber nicht. Ich fange dann immer an und spiele so 10, 11 Stunden. Und dann kann ich mich danach irgendwie nicht mehr motivieren, weiterzumachen. Und jetzt gerade mit Kingdom Hearts 3 bin ich an einem ähnlichen Punkt, obwohl ich gedacht habe, bei Kingdom Hearts 3 wird alles anders sein, weil in meinem Herzen war ich immer Team Sora und ich habe immer darauf gewartet, dass ein geiles Spiel mit Sora kommt. Dream Drop Distance hat mich irgendwie nicht so gekriegt, deswegen, ja. Und das Spiel, also Kingdom Hearts 3 so far, finde ich auch mega cool, aber ja, wie gesagt, ich bin gerade wieder in so einem Motivationsloch. Was zum Teil für mich aber wirklich auch an der Story liegt. Also, ich habe einige Spiele ganz gespielt, ich habe ein paar Teile angespielt, aber Birth by Sleep und Dream Drop Distance hätte ich vielleicht wirklich spielen sollen, weil ich dachte, ich kenne mich in dieser Welt aus und ich sitze jetzt bei Kingdom Hearts 3 und bin bei ganz vielen Stellen so, it's weird. Komplex und weird. Also, ich musste mir ein YouTube-Video, das alles zusammenfasst, 4-mal angucken, bis ich mir merken konnte, was in der Geschichte passiert ist. Also, okay. Also muss man nicht nur ein Fan sein, sondern ein richtiger Hardcore-Fan. Ich würde sogar so weit gehen, dass es dabei nicht nur um Kingdom Hearts geht. Irgendwie ist es logisch, aber da es eine Mischung aus Disney und Final Fantasy ist, sollte man sich auch am besten für beide Sachen interessieren. Ich meine, Kingdom Hearts 3 fängt unter anderem mit dem dritten Teil von Fluch der Karibik an. Und wer die ersten beiden Filme nicht gesehen hat, dem wird eine Menge Kontext fehlen. Vieles wird zwar neu erzählt, aber dann taucht plötzlich diese Storyline auf und ich dachte mir, oh boy, das wird sicher einige durcheinander bringen oder sie nehmen das Durcheinander einfach so hin. Für wen ist dann Kingdom Hearts etwas? Wenn Neueinsteiger ihre Probleme haben werden, die Fans der Spiele teilweise verwirrt sind bzw. einfach viel zu lange hingehalten wurden, so wie ich zum Beispiel, dann bleibt uns eigentlich nur noch die Hardcore-Fan-Antwort, oder? Nein, meine Antwort ist, Leute, die verzwickte Storylines lieben und sich in diese reinbeißen wollen. Damit sind auch diejenigen gemeint, die Kingdom Hearts noch nie gespielt haben, sich aber in dieser verrückten Welt voller herzloser Niemanden, Disney und Final Fantasy verlieren können. Es gibt diesen bestimmten Schlag von Menschen, die mit etwas anfangen und nicht aufhören, solange sie nicht alles verstanden haben. Kingdom Hearts ist wie eine riesige Schnitzeljagd, die sich erst dann lohnt, wenn man alles gesehen hat. Ist das etwas Gutes? Nicht unbedingt. Schließlich werden damit eine Menge Leute ausgeschlossen. Ist das etwas Schlechtes? Auch nicht. Die wenigsten Spiele nehmen das Risiko auf sich, so verrückt und komplex zu sein. Metal Gear Solid und vielleicht die Souls-Reihe sind die einzigen Spielereien, die mir da einfallen. Deswegen will ich Kingdom Hearts 3 nicht mit einem Daumen nach oben oder unten bewerten. Nicht, weil ich das nicht kann, sondern einfach, weil es so speziell ist und nur weil ich nicht mehr der Typ dafür bin, muss ich nicht deswegen darauf rumreiten. Gameplay-technisch hat mir das Spiel Spaß gemacht. Die Dialoge waren manchmal cringe und manchmal haben sie genau den richtigen Punkt getroffen. Und die Story hat mich einfach nur hart verwirrt. Aber trotzdem kann ich die Leidenschaft hinter dem Spiel erkennen. Wie sieht es bei euch aus? Welche Meinung bzw. welche Erfahrung hattet ihr mit Kingdom Hearts oder der gesamten Reihe? Schreibt mir das auf jeden Fall unten in die Kommentare und ich werde wieder versuchen, auf alles einzugehen. Schreibt mir außerdem noch ein paar Themenvorschläge rein für den nächsten Talkstream auf YouTube, die jetzt immer am Montag um 19 Uhr stattfinden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.